geht's. Hallo, herzlich willkommen im Clever Fit Premium in Landshut. Ich bin die Carmen, wer mich noch nicht kennt. Heute steht Yoga auf dem Programm. Auf einem Programm, das die Anna für euch jede Woche neu zusammenstellt, damit ihr so richtig fit bleibt zu Hause. Und wie gesagt, heute Yoga. Wer keinen Yoga-Block hat, nimmt ein dickes Buch, denke ich, hat auch jeder zu Hause. Ansonsten Yoga-Block. Eine Matte geht aber auch genauso auf dem Teppich. Bequeme Kleidung und vielleicht sucht ihr euch zu Hause noch ein ruhiges Plätzchen. Okay? Wir beginnen im Schneidersitz oder im Langsitz. Komm auf deine Matte. Platz auf deiner Matte. Langsitz ist genauso in Ordnung. Kein Stress. Komm an auf deiner Matte. Schließ gern die Augen. Leg deine Handflächen auf den Oberschenkeln ab. Probier es aus, wie es heute ist. Handfläche nach oben oder auf dem Oberschenkel. Und komm erstmal an. Atme tief durch die Nase ein und im Yoga tief durch die Nase aus. Spür die Sitzbeinhöcker auf deiner Matte. Spür, wie sich bei jedem Einatmen dein Rücken sich noch mehr in die Länge streckt. Atme ruhig, bring immer mehr Aufmerksamkeit in deinen Atem. Und komm immer mehr auf deiner Matte an. Lass den Alltag weg von deiner Matte. Du hast dir für jetzt Zeit genommen. Nutze die Zeit, freu dich drauf. Spür, wie sich beim Einatmen dein Bauch nach außen wölbt und sich beim Ausatmen dein Nabel sanft zur Wirbelsäule zieht. Nimm noch 3 tiefe Atemzüge. Die Augen geschlossen, schließe deine Hände vor deinem Brustbein, reib deine Handflächen aneinander, erzeuge Wärme und Energie, reib fest deine Handflächen aneinander, lass die Augen noch geschlossen, leg nun deine Handflächen über dein Gesicht und spür die Wärme, spür die Energie. Öffne jetzt deine Augen, blinzle durch deine Finger, gewöhne deine Augen wieder ans Licht und bring beim nächsten Einatmen die Arme über die Seite, Blick geht nach oben, ausatmen, der Blick folgt den Händen zum Brustbein. Noch 3-mal, ein und aus. Ein letztes Mal ein und aus. Öffne über die Seite ein. Umarm einen großen Ball, mach den Rücken rund aus. Ein und aus.
Noch zweimal. Ein. Und aus. Ein letztes Mal ein. Und aus. Schließ die Hände, komm nach oben, mach den Rücken lang. Lass die Schulter unten. Atme ein. Komm zur Seite, atme aus. Lass die Sitzbeinhöcker am Boden. Atme ein. Komm zur anderen Seite. Aus. Flanke. Noch zweimal jede Seite. Aus. Ein. Lass die Schultern unten. Aus. Ein. Ein letztes Mal jede Seite. Und aus. Ein. Komm nach oben, löse die Hände, lass die Schultern unten, aus, rotier zur Seite. Der Oberkörper rotiert, die Hüfte bleibt vorne, ein, zur Mitte, aus, wechsle die Seite. Ein, zur Mitte, aus. Noch einmal jede Seite. Ein. Komm zur Mitte ein. Komm in Gebetshaltung aus. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Stand, leg deine Fußrücken auf der Matte ab. Hände sind unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte. Wir kommen zuerst in Katze Kuh. Atme ein, geführtes Hohlkreuz. Atme aus, beginn in der Lendenwirbelsäule zu runden. Schieb dich mit den Schultern nach oben. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Noch zweimal. Ein. Und aus. Die gesamte Wirbelsäule runden und zur Decke schieben. Neutrale Position. Überprüf, sind die Hände noch unter der Schulter, Knie unter der Hüfte? Streck dein rechtes Bein, bring Länge rein. Lass die Hüfte geschlossen, nicht öffnen, lass die Hüfte geschlossen. Auf einer Linie. Bring Länge rein, schieb den Scheitel nach vorne, lass den Kopf nicht hängen. Atme tief ein. Und beim Ausatmen kreuze das Bein und stell die Zehe auf. Lass das Bein gestreckt, Blick zu deinem rechten Zeh. Schieb die Ferse nach hinten, drück dich aus der Schulter raus. Nicht hängen lassen, rausdrücken aus der Schulter und Blick zu deiner Zehe auf der linken Seite. Spür jetzt die Dehnung in einer gesamten rechten Flanke bis runter zum Fuß. Atme tief und ruhig für 3 Atemzüge.
Beim nächsten Einatmen hebt das Bein, führ es gestreckt zur Seite auf Höhe deiner Hüfte. Stell das Bein ab, drück die Fußaußenkante in die Matte und schieb dich mit langem Rücken nach hinten, die Hände ein wenig nach vorne und setz dich ab, soweit es heute geht. Wenn du magst, die Stirn am Boden, spür die Dehnung in deinem gesamten rechten Bein. Du hast den Rücken lang, vor allem den unteren. Atme tief, noch 3 Atemzüge. Komm beim nächsten Einatmen wieder nach oben. Bring dein Bein zurück. Stell beide Zehen auf. Deine Hände sind wieder unter den Schultern. Komm mit den Knien ein Stück nach oben auf Höhe deiner Fersen. Also nicht höher wie die Fersen sind, die sogenannte Fersenlinie. Lass den Rücken lang, lass den Kopf nicht hängen, Halswirbelsäule gehört auch zur Wirbelsäule. Aus der Schulter rausdrücken, wir halten noch für 3 Atemzüge. Atme ruhig in deinen Bauch und drück fest den Fußballen in die Matte. Beim nächsten Einatmen senk langsam die Knie wieder ab. Wir wechseln die Seite, leg deinen Fußrücken wieder ab, erde ihn. Streck das linke Bein. Achte auf deine Hüfte, sie bleibt geschlossen, zieh dich in die Länge, Scheitel zieht nach vorne. Atme tief ein und beim Ausatmen kreuze jetzt auf die andere Seite. Stell den Fußballen ab, der Blick geht zu deinem linken Zeh, schieb die Ferse nach hinten. Das Bein bleibt gestreckt. Atme tief und ruhig weiter. Denk an deine Schulter. Nicht hängen lassen. Spür die Dehnung in deiner gesamten linken Flanke. Beim nächsten Einatmen heb dein gestrecktes Bein. Setz es auf Höhe deiner Hüfte ab. Bring die Fußaußenkante in die Matte und komm nach hinten, so weit wie du heute möchtest. Achte auf dich, übertreibe nichts. Kein falscher Ehrgeiz im Yoga. Nichts muss, alles kann. Wenn du willst, leg die Stirn an. Bleib noch für 3 Atemzüge. Beim nächsten Einatmen, komm nach vorne, lass die Hände weiter vorne, da wo du sie schon hattest, stell die Zehen auf und komm in den hinabschauenden Hund.
Die Füße sind hüftbreit. Ein Fuß passt dazwischen. Die Beine müssen nicht gestreckt sein. Es geht genauso. Gebeugte Knie. Wichtig ist der Steißbeinschieb zur Decke. Der Kopf ist ganz locker. Der Oberkörper kommt zu deinen Oberschenkeln. Atme ruhig, hol dir Kraft. Wir starten mit der ersten Krafteinheit. Ich mache sie kurz vor. Der dreibeinige Hund, rechtes Bein heben, lass die Hüfte wieder geschlossen. Komm, diagonal, gleich, dreibeiniger Hund. Macht mit, achtmal, acht. 7 6 5 noch 4 3 2 der letzte, bleib im dreibeinigen Hund. Schieb die Ferse zur Decke, spreize deine beiden Handflächen und schieb dein Gewicht zurück. Beim nächsten Einatmen zieh das Bein unter dir durch und komm nach vorne in einen Ausfallschritt. Bring den Fuß auf Höhe deiner Hände. Fuß- und Handlinie. Beide Zehen schauen nach vorne zur kurzen Mattenseite. Richte dich aus. Bring jetzt Kraft auf deinen rechten Fuß. Wir kommen nach oben beim Einatmen. In unseren Krieger 1. Wenn es dir angenehmer ist vom Rücken, gerne hinten die Arme am Rücken verschränken. Die Schulter entlastet, der Rücken entlastet. Ich hoffe, euch geht's noch gut. Ihr seid noch alle dabei und habt auch noch ein bisschen Spaß. Atme ruhig in deinem Bauch weiter. Das Knie, tendenziell will es nach innen, versuche es immer wieder ein bisschen nach außen zu bringen und es bleibt überm Sprunggelenk. Wir wechseln beim nächsten Einatmen in den Krieger 2. Wir öffnen die Hüfte auf die lange Seite deiner Matte. Ich stelle mich rum. Die lange Seite deiner Matte. Hüfte ist geöffnet. Also jetzt ist die blaue natürlich. Okay. Der linke Fuß Außenkante drückt in die Matte. Vorne bleibt das Knie überm Sprunggelenk. Nimm die Arme zur Seite auf Höhe deiner Schulter. Blick über die rechte Hand. Lass den Blick über die Finger gleiten. Lass die Schulter unten, nicht da oben, unten. Du bist ein mutiger Krieger, du flüchtest nicht, du bleibst in der Mitte, mit deinem Oberkörper. Bleib hier noch für 3 Atemzüge. Ich wechsle nur schnell die Position, damit ihr mich besser seht.
Beim nächsten Einatmen streckt das vordere Bein. Jetzt sind beide Beine gestreckt. Beim rechten Bein schaut die Zehe zur kurzen Mattenseite. Der linke Fuß ist leicht eingetreten. Mit dem nächsten Einatmen, jetzt zieh deinen Oberkörper nach vorne, 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 so weit es geht. Und komm ins Dreieck. Nimm deinen rechten Arm an der Innenseite, wo auch immer. Jetzt wäre das Buch oder der Block gut. Kannst du gerne deine Hand draufnehmen. Und jetzt öffne noch deinen Oberkörper. Die Hüfte ist sowieso geöffnet. Öffne noch deinen Oberkörper. Wer sagt, heute ist das für mich mein Dreieck, bleibt so. Die zweite Variante, du nimmst den unteren Arm nach vorne, den oberen Arm darüber. Variante 2, genauso okay. Atme ruhig weit. Ich habe noch eine dritte für euch. Die Arme über den Kopf auf Höhe der Ohren. Du merkst sofort, ob du zu weit gegangen bist. Wenn dein Atem nicht mehr ruhig fließt, bist du zu weit. Nimm wieder eine andere Variante. Wir bleiben noch für 3 Atemzüge. Beim nächsten Einatmen kommen wir alle nach oben, dreh das rechte Bein ein, du bist in einer Grätsche, optimalerweise da wo deine Hände sind, sollten deine Füße sein, dann hast du die optimale Grätsche für dich. Wir kommen in eine Vorbeuge. Beim nächsten Einatmen lass die Arme nach außen auf Schulterhöhe und komm in eine Vorbeuge. Lass den Kopf nicht hängen, mach den Rücken lang. Versuch eine Linie vom Scheitel bis zum Steißbein. Eine Linie, gerade Linie zu schaffen. Und atme noch für 3. Tiefe Atemzüge, zieh die Arme nach außen. Die Fußaußenkanten drücken in die Matte. Beim nächsten Ausatmen bringst du die Arme nach unten. Meine Lieblingsübung für Schreibtischtäter. Nimm deine Hände. Deine Finger zu dir. Wenn du jetzt nicht auf den Boden kommst, entweder beug die Knie oder nimm deinen Block. Es geht am Block ganz genauso. So, so oder am Buch. Wenn die Dehnung noch nicht schlimm ist, dann schieb die Arme weiter nach vorne, soweit es sich für dich noch gut anfühlt. Zu schmerzhaft ist auch nicht gut. Schieb dein Gesäß zurück, lass den Kopf nicht hängen. Wem es beide Hände zu viel ist, darf gern auch erst die eine und dann die andere Hand nehmen. Bitte selbstständig wechseln. Nächsten Einatmen. Dreh deine Füße ein. Komm zurück in deinen Ausfallschritt. Komm nochmal nach oben. Ich wechsle nur.
weniger eins. Ich habe jetzt wieder zwei Armvarianten für euch. Zum einen Adleratmen oder einfach nur Gebetshaltung vor der Brust. Genauso okay. Bei Adlerarmen, wenn das rechte Bein jetzt vorne ist, ist der linke Arm oben. Du gehst mit dem linken Arm über den rechten und versuchst, die Handflächen zu schließen. Oder die Daumen irgendwo fassen, wo es gerade geht. Atme ruhig und verlagere jetzt dein Gewicht immer mehr nach vorne. Hilf mit dem linken Bein ein wenig nach. Nach vorne, nach vorne, nach vorne und komm in die Standwaage. Lass deine Hüfte geschlossen, schieb das gestreckte Bein nach hinten. Und halte hier für drei Atemzüge. Seid alle super, ich weiß es, ich weiß es. Besser wie ich. Beug dein vorderes Bein. Jetzt ist er. Beug dein vorderes Bein. Setz das hintere wieder ab. Atme ein über die Seite. Komm nach unten. Komm in deinen hinabschauenden Hund. Das ist unsere aktive Pause, bevor es in den Seitenwechsel geht. Komm in Boxer Dog, roll die Fußsohle ab. Bleib noch für zwei Atemzüge in deinem Hinabschauen. Es kommt zuerst die Krafteinheit. Dreibeiniger Hund. Lass die Hüfte geschlossen. Diagonal. Nach oben. Achtmal. Noch vier. Drei. Zwei. Der letzte, bleib im dreibeinigen Hund. Schieb dein Gewicht nach hinten. Beim nächsten Einatmen, zieh dein Bein nach vorne. Höhe der Fingerlinie. Gib Druck auf deine linke Fußsohle. Komm nach oben. Krieger 1. Sind wir wieder. Geht's euch noch gut? Okay. Lächeln entspannt auch die Halswirbelsäule. Wer seine Hände wieder hinten zusammenführen möchte, gerne. Alles okay. Ihr müsst zu Hause auf euch mehr achten als hier im Studio. Und bitte nichts übertreiben. Wir wechseln in den Krieger 2. Öffne die Hüfte. Das linke Bein bleibt gebeugt, die rechte Fußaußenkante in die Matte. Öffne die Hüfte zur langen Mattenseite. Der Blick geht über die linke Hand. Bring die Schulterblätter hinten zusammen. Und atme ruhig und tief ein. Das vordere Knie nicht nach innen wandern lassen.
das vordere Bein. Beim Einatmen ziehen wir uns wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne und kommen dann ins Dreieck. Die Hüfte bleibt geöffnet, jetzt kommt der Oberkörper noch dazu. Nimm wieder deine Variante vom Dreieck, wie wir es auf der anderen Seite haben. So. Oder die Arme nach vorne. Dein Atem sagt dir, welche Variante du wählen solltest. Achte auf deinen Atem. Beim nächsten Einatmen, komm zur Mitte, dreh den linken Fuß mit ein. Bleib wieder in deiner Grätsche. Schließ die Hände hinter deinem Rücken. Bring die Schulterblätter zusammen. Und komm mit einem geraden Rücken zuerst in die Vorbeuge. Lass den Kopf nicht hängen, mach den Rücken gerade. Schieb beide Fußaußenkanten in die Matte. Beim nächsten Ausatmen komm tief, so weit du es möchtest. Schieb die Hände zur Decke, die Arme zur Decke, die Schulterblätter zusammen. Komm so tief du möchtest. Und bleib hier für 3 tiefe Atemzüge. Schließ gern die Augen und sei nur bei dir in deiner Position. Genieß die Dehnung in der Schulter, genieß die Dehnung in deiner Rotatorenmanschette. Und spüre auch, wie sich das Blut in deinem Kopf sammelt. Den ganzen Tag ist man andersrum unterwegs. Es tut auch mal gut. Komm jetzt beim nächsten Einatmen nach oben, indem du mit den Händen dich nach oben ziehst. Die Hände ziehen dich nach oben. Komm langsam wieder nach oben. Löse die Hände. Dreh die Beine ein. Und komm nochmal in den Krieger 1. Verweile ein bisschen, damit das Blut wieder nach unten laufen kann. Und entscheide dich für deine Armvariante. Für unsere Gleichgewichtsübung. Entweder hier oder Adlerarme. Jetzt ist das linke Bein vorne, dann ist der rechte Arm über dem linken. Kreuzen und schließen. Sehr gut. Ich weiß einfach, ihr macht es super. So, wir verlagern unser Gewicht nach vorne. Immer mehr nach vorne, vorne, vorne. Hebt das rechte gestreckte Bein. Komm in die Standhocke. Mit Adlerarmen. Bleib noch für 3 Atemzüge. Beug dein vorderes Bein, beugen, beugen, beugen. Komm wieder zurück. Löse die Arme. Atme ein über die Seite. Komm nach unten, atme aus. Komm noch einmal in den hinabschauenden Hund. Es
ist der letzte für heute. Genieße nochmal den hinabschauenden Hund. Schieb das Steißbein zur Decke. Knie auf deine Matte, leg den Fußrücken ab und komm kurz in die Stellung des Kindes. Leg deine Arme rechts und links neben deinem Körper ab. Du kannst auch gern ein bisschen die Knie öffnen. Lass die Schulter jetzt richtig nach vorne fallen. Gib deine Stirn auf den Boden. Und hol dir Kraft für die nächste Übung. Komm beim Einatmen nach oben. Wir machen noch ein wenig Bauch, ganz kurz und heftig haben wir es hinter uns. Bring die Ellbogen auf die Matte. Der Abstand passt, wenn du deine Ellbogen fassen kannst. Streck das rechte Bein, streck das linke Bein. Nicht durchhängen, bleib gerade. Schließ fast die Füße. Der Halswirbelsäule gehört auch zur Wirbelsäule. Bleib gerade, halte. Wir rotieren jetzt nur mit der Hüfte und beginnen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lass den Kopf nicht hängen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte die letzten 8. Drück dich aus der Schulter hoch. Wir haben es gleich. Noch 6, 5, 4, 3, 2. Langsam die Knie absenken. Schieb dich nach hinten. Komm über die Seite zum Sitzen und komm in Rückenlage. Halt dich am Knie fest. Stell die Füße auf. Die Knie bleiben gerade und vielleicht erreichst du deine Fersen. Es wäre optimal. Jetzt lass die Knie nach außen fallen und schließ deine Füße. Gib Druck auf deine Fußaußenkante. Drück die beide Fußaußenkante richtig fest in den Boden. Und komm beim nächsten Einatmen, wenn du willst, mit den Armen. Ansonsten ist es auch stabiler, wenn du die Arme auf Schulterhöhe ausbreitest. Kommst du beim nächsten Einatmen mit deinem Becken nach oben. Wir dehnen unseren gesamten Bauch. Nimm deinen Kopf, leg ihn ganz locker ab, Kinn ein bisschen zum Brustbein. Schieb dich nach oben, schieb dich hoch, 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 hoch. Die gesamte Bauchdecke wird gedehnt. Du hast den Druck auf deinen Fußaußenkanten. Atme tief und ruhig in deinen Bauch. Wenn du zu sehr wackelst, gerne die Arme zur Seite. Spür jetzt mal, welche Punkte auf deiner Matte liegen. Und drück dich noch ein wenig nach oben. Wir halten noch für 3 tiefe Atemzüge.
auch entspannt. Löse vor allem deinen Mund, deine Zähne voneinander. Lass die Zunge ganz locker in deinem Gaumen liegen. Beim nächsten Ausatmen komm Wirbel für Wirbel nach unten. Nimm die Arme mit. Hol dir deine Knie, leg die Handflächen auf die Knie. Bring beim Ausatmen die Knie ran an deinen Körper. Beim Einatmen streckst du die Arme. Noch dreimal so. Hol sie ran und streck. Ganz locker. Ran. Hol sie ran. Setz deine Füße ab. Nimm deine Hände, deine Arme auf Schulterhöhe. Gib dein Becken ein wenig an und versetz es nach links. Ein kleines Stück nach links. Bring jetzt deine Knie zur rechten Seite. Lass die Schulter am Boden, den Kopf zur linken Seite. Nur soweit es geht, die Schulter am Boden. Wer möchte, streckt das obere Bein, fasst es, wo immer er will, gerne den Zehengriff, also mit Zeigefinger und zweiten Finger durch die Zehen. Nichts übertreiben, achte auf dich. Atme tief und ruhig in deinen Bauch. Schließ die Augen. Spür, wie allein dein Atem deine Organe massiert, in dieser Rotation noch intensiver. Atme ganz ruhig und tief in deinen Bauch. Genieße diese Dehnung und halte nichts fest. Lass los. Beim nächsten Einatmen zuerst den Kopf zurück zur Mitte. Lass dein Bein los, bring beide Beine und stell sie wieder in der Mitte auf. Tarier dich aus mittig. Heb jetzt dein Becken an und versetze es ein kleines Stück nach rechts. Wechsle die Seite, kipp die Knie zur linken Seite, der Kopf geht zur rechten Seite. Die Schultern bleiben am Boden ganz entspannt. Wer will, streckt das obere Bein, fasst sich den Zeh oder was er gerade ist. Oder streckt es nicht. Du entscheidest für dich, was du jetzt gerade für dich machen willst. Was dir gut tut. Nur du weißt es. Atme wieder tief in deinen Bauch. Massiere deine inneren Organe, deine Blase, deine Nieren. Bleib noch für drei
tiefe Atemzüge. Beim nächsten Einatmen den Kopf wieder zurück zur Mitte, löst das Bein, kommt zur Mitte, richte dich aus, lass deine Beine einen nach dem anderen ausgleiten und komm in Shavasana, leg deine Arme ganz locker neben deinem Körper ab, schließ die Augen. Dreh die Handflächen nach oben und lass alles los. Halte nichts mehr fest. Fühl dich vom Boden getragen. Du brauchst nichts mehr festzuhalten. Spür die Übungen nach. Deine mutigen Kriegerstellungen, die dir Selbstbewusstsein geben. Du kannst gerne in dieser Stellung bleiben. Für dich noch ein wenig. Ich verabschiede mich bei euch. Namaste. Bleibt gesund, geht in die Natur, holt euch Kraft, umarmt die Bäume, wenn es mit den Mitmenschen nicht geht. Bis bald.